Leute, was geht? Heute wird's richtig geil, denn ich werde meinen allerersten Draft versuchen zu gewinnen in FIFA 22. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst unbedingt ein Abo da. Wir nehmen direkt die Standard 4-3-3-Formation. Bitte Neymar, Mbappé oder sowas. Oh, schwierig. Schwierig, das sind so die schlechtesten Kapitäne, die du eigentlich bekommen kannst. Aber egal, wir gehen mit Barclays Premier League, weil vielleicht bekommen wir im Sturm nicht Cristiano Ronaldo, aber wenigstens Martial. Hier jetzt auf der Links mal Neymar. Oder mal, ja, Neymar, genau so. Und jetzt hier auf dem ZM mal ein Wijnaldum. Ja, schade. Egal, dann gehen wir einfach weiterhin mit, Barclays Premier League. Ja, dann gehen wir hier ganz klar mit Saul. Weiteres ZM. Ja, hier einfach Barclays Premier League. Okay, wir brauchen ein bisschen paar Links von Ligue A eigentlich, dass wir halt Neymar linken können. Aber wir bleiben einfach, solange Barclays Premier League kommt, bleiben wir bei Barclays Premier League. Oh, Thiago Silva in Form. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand von PSG kommt, nehmen wir ihn auch. Boah, wen nehme ich hier? Ich würde einfach sagen, Alaba. Ja, hier ganz klar James. Und im Tor, Courtois wäre richtig geil. Okay, hier ist eigentlich auch, also hier ist wirklich egal, wen wir nehmen. Das sind so die schlechtesten Liga eigentlich. Okay, Ersatzkeeper, schwierig, sehr, sehr schwierig. Aber ja, komm, wir gehen einfach mit Neto, weil der beide linkt. Okay, jetzt auf der Bank brauchen wir ein paar richtig gute Spieler. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig für die Chemie. Oh, Ander Herrera, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Genau das brauchen wir. Nice, Mann. Jetzt haben wir wenigstens Neymar auf einer 10er. Jetzt brauchen wir, wobei wir haben einen Innenverteidiger. Ja, also das Team ist an sich perfekt. Wir bräuchten vielleicht noch einen besseren Torwart, einen besseren rechten ZM. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden, um ehrlich zu sein. Und vielleicht einen besseren rechten Flügel, weil Mahrez hat halt nur 81 Tempo. Aber wir können Pulisic einwechseln. Der hat 89. Ich glaube, der geht ein bisschen mehr ab als Mahrez. Aber ansonsten geht das Team eigentlich ganz klar. Wir nehmen jetzt hier einfach den Chip Chanesen. ja, Bruder. Ich glaube, jetzt wird hier eh nichts Gutes mehr kommen. Ja, ist eigentlich egal. Also, ich bin ganz zufrieden mit dem Draft. So, die Sache ist halt, wird vielleicht ein bisschen schwer, die ganze Geschichte zu gewinnen. Aber wir geben unser Bestes, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns direkt im ersten Game. Okay, unser erster Gegner hat einfach Neymar und Messi, spielt aber eine Dreierkette. Könnte ihm, glaube ich, ein bisschen zum Verhängnis werden. Probiere jetzt was sehr, sehr Wildes aus. Ich probiere einfach Alaba im ZM aus, weil der hat sehr, sehr wilde Werte. Und ich würde sagen, wir spielen erstmal ein bisschen Mahrez. Und wenn er mir nicht so gefällt, dann wechsle ich Pulisic ein. Und wenn Pulisic mir nicht gefällt, dann wechsle ich Mo Bamba ein. Oh, sehr schöner Ball auf Martial. Boah, wäre der direkt reingegangen. Gegner hat aber auch Bock, spielt richtig gut. Aber unser Torwart ist da. Wen haben wir nochmal im Tor? Neto von Barcelona, sehr schöne Parade. Schön. Oh, guter Schuss von Mahrez. Schön. Die ganze Hoffnung lastet halt auf Neymar. Sehr schöner Ball von Neymar auf Martial. Golasso. 1-0, Mann. Genauso weitermachen. 3-0. Ragequit, zweite Runde. Jetzt nur noch im richtigen Moment abspielen. Und 2-0. Let's go. Anthony Martial geht auch ab. Für Starter Barclays Premier League Teams sehr zu empfehlen. Guter Abschluss, gutes Tempo, gutes Dribbling. Zack. Bruder, er muss aufgeben. Mahrez ist gut. Zum Glück habe ich ihn nicht rausgetan. Junge, wurde er gerade hochgenommen. 37. Minute, 3-0. Bruder, komm, drück auf Pause. Mach's nicht so schwer. 75. Minute quittet er erst. Hä? Für was, Bruder? Wieso nicht in der Halbzeit? Einfach ohne Sinn. Zweite Runde. Team eigentlich nicht so gut. Nur Virgil van Dijk und halt Sterling. Auch einfach mal den Steilpass spielen. Bam, Alter, so gut. Einfach so gut, Mann. Richtig krank gespielt.
Meine Güte, so gut sein Pressing ausgespielt. Wenn er nicht drauf geht, zieh einfach mal selber ab. Es war ein bisschen lucky, aber trotzdem 2-0. Schotzeffektivität ist gleich 100%. Let's go, Mann, Alter. Momentum ist gerade auf seiner Seite. Wir dürfen jetzt bloß nicht den Ausgleich kassieren, sonst wird's unnötig kritisch. Weißt du, bei FIFA, du merkst es einfach. Das ist bei mir jedes Mal so, ich hab's einfach im Gefühl. Jetzt sind wir durch. Komm, Junge, du bist schneller. Bist auch schneller als... Na, was? Wow. Das wäre die Entscheidung gewesen. Mann. So, die letzte Chance für den Gegner. Ja. Ja, meine... Ja. Ja, Junge. Oh. Jetzt einfach ruhig rausspielen. Zack. Wir sehen hier Riyad Mahrez. Eine Minute nur noch. Ja, schön. Ah, Junge, hätte ich doch den Okocha geschafft. Ja, komm, machen wir noch das... Nicht das dritte? Nee. Egal. Zweites Game ist vorbei. Wir gewinnen's. Let's go. Dritte Runde. Leute, wir spielen gegen einen E-Sportler. Kembo E-Sports. Muss man den kennen? Ich hab Angst. Oh mein Gott. Ich hab nicht mal sein Team gesehen. Nein. Ja, moin. Man merkt direkt, dass es ein E-Sportler ist. Er fängt an mit den ganzen OP-Tricks, die mir auf TikTok vorgeschlagen werden. Muss los. Er wird mich absolut hops nehmen. Ich habe absolut jetzt schon Angst, gegen ihn zu spielen. Oh, wir gehen aber trotzdem fast 1-0 in Führung. Wir gehen sogar 1-0 in Führung, Mann. Let's go, Alter. Also wenn das wirklich ein E-Sportler ist, keine Ahnung, Mann. Ja, er spielt halt schon echt geisteskrank gut. Wow. Oh, zum Glück. Okay, ich glaube, jetzt macht er richtig ernst. Jetzt macht er richtig ernst, Alter, Neto. Du bist ein Gott. Wow, Neto ist so gut auf einer 7er Chemie. Ich weiß nicht, was da los ist. Also ich weiß nicht, ob er nur bei mir gerade so OP ist, aber wenn ihr irgendwie Liga, also spanische Liga-Team habt, probiert den auf jeden Fall aus. Der hat bei mir schon so viel gehalten. Das ist doch kein E-Sportler. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ein E-Sportler würde niemals so einen Fehler machen. Niemals ist es irgendein E-Sportler. Der hat sein Team einfach nur so genannt. Riyad Mahrez, Überraschung wie Leicester. Riyad Mahrez, 3-0. Also, wenn das ein E-Sportler ist, dann bin ich FIFA-Weltmeister. Ja. Oh, nein, wieso macht er ihn nicht? Bro, das war nicht mal Torwart im Tor. Es wäre so ein Traumtor geworden. Alter, war der Okocha perfekt getimed. Bro, ich glaube, ich bin hier der E-Sportler. Ja, Junge, Finale. Oh, Finale. Oh. Jungs, wir müssten noch mal kurz in uns gehen, bevor die ganze Geschichte im Finale beginnt. Neymar, weitermachen, genauso wie die letzten Spiele. Martial, du dort vorne, du nimmst eh alles auseinander. Und Überraschung wie Leicester, Riyad Mahrez, ist auch besser als erwartet. Ich wollte eigentlich Pulisic spielen lassen. Und Alaba, du weißt, du kommst immer erste Minute übers rechte ZM. Du hast einen guten Job gemacht, obwohl du Innenverteidiger bist. Und jetzt auf geht's, Jungs, auf geht's! Wir sind so weit gekommen. Oh, das Team, er hat Ben Yedder, Son, Joe Gomez in der Innenverteidigung. Aber wir machen das jetzt, Jungs. Man merkt auf jeden Fall, der Bruder hat was drauf. Mann, nee, Digga, nee. Egal, positiv bleiben. Egal, was passiert, immer positiv bleiben. Den halte ich jetzt. Ich bin in seinem Kopf drin. Ich bin in seinem Kopf drin, Mann. Wenn ich sage, ich bin in seinem Kopf drin, dann halte ich das Ding auf, Mann. Let's go, Alter. Oh nein, ich weine, wenn der reingeht. Ich schwöre, ich gehöre geschlagen, ich gehöre geknechtet. Wow, also das ist der Lächer... Egal, weitermachen, nicht aufgeben. Komm Junge, du bist so weit gekommen, aber nicht für sowas. Nicht um so zu verlieren. Komm Junge, gib nochmal alles.
Ja, Mann! Let's go, Neto! Neto, bester Torwart der Welt! Oh, komm! Wir werden noch diese eine Konterchance bekommen. Mann, aber der muss doch auch mal... Wieso geht der Ball nie über seine Beine? Ich krieg gleich einen Handball, Mann! Amanacak, dem Abseits! Ja. Boah, komm jetzt! Spiel mal! Reicht jetzt, ich hab nicht den ganzen Vormittag... Spiel doch deinen Ball schneller. Ich hab nicht den ganzen Tag nach... Ich schwöre, dieses Mittelfeld ist verflucht von ihm. Ich soll einen Anfall. Spiel. Es ist vorbei, Mann. Es ist einfach vorbei. Vorbei. Vorbei, Mann. Wegen einem Fehler verlieren wir. Wegen einem Fehler. Oh, ich könnte ein 100k-Pack bekommen. Anstattdessen bekomme ich den hier, Alter. Wenigstens ein Megaset. Komm. Oh, Premium-Goldspieler-Pack. Ist das ein 50k-Pack? Nichts als Spieler. Ultimate. Ach so, 12 Goldspieler, 3 seltene. Ja, Chap, Digga, egal. Wir öffnen die beiden Packs. Mal sehen, was drin ist. Vielleicht ein Walkout. Ja, Bruder, für was? Nee, kannst du vergessen. Falls es euch aber gefallen hat und wir vielleicht nochmal einen Draft spielen sollen, dann lasst einfach ein Like da. Mit diesem Pack würde ich sagen, verabschiede ich mich. Richtig Chap, Alter. Keine Ahnung, wie ich vor ein paar Tagen Messi noch gezogen habe, wenn man aus solchen Packs nur solche Chap-Sachen bekommt. Lasst ein Abo da, neben meinem Kopf kommt ihr zu den letzten Videos. Ihr seid die Besten und tschüss.